Hey Leute, Neo Strix hier und heute gibt es eine weitere Snapshot-Vorstellung. Heute kam nämlich der Snapshot 21W14A raus. Ja, und falls du neu bist und mich noch nicht kennst, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos dieser Art zu verpassen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ja Leute, zuallererst gibt es neue Features natürlich. Und zwar hat sich was geändert, was das Kupfer und Eisen und natürlich auch Gold angeht. Wir hatten es ja früher immer so, dass wir das Ganze hier einfach abbauen konnten. Und dann haben wir die Blöcke an sich so bekommen. Allerdings ist das Ganze jetzt geändert worden, denn wenn wir jetzt Gold abbauen, sehen wir schon, bekommen wir etwas anderes raus. Und das ist rohes Gold. Genau das gleiche gilt natürlich auch für Kupfer und auch für Eisen. Da ist es. Und das Ganze funktioniert jetzt ungefähr so wie die Blöcke an sich, so wie ich es verstanden habe. Da brauchen wir auch mal kurz einen Ofen und dann brauchen wir auch noch mal Coal, also Kohle. Nehmen wir mal hier. Und das Ganze soll jetzt so funktionieren wie früher auch. Dass wir einfach das rohe Eisen, war ja früher der normale Eisenerzblock, legen wir mal rein. Und das Ganze soll jetzt einfach durchgeschmolzen werden und dann bekommen wir auch einen Eisenbarren raus, wie es vorher auch war. Nur, dass wir es jetzt eben so haben, dass wir hier ein eigenes Item rausbekommen und nicht mehr den Block an sich. Das Ganze gilt aber nicht dafür, wenn wir das Ganze einmal mit Silk Touch enchanten, das mache ich mal eben. Silk Touch, so. Dann haben wir Silk Touch drauf. Und dann sollen wir die Blöcke an sich rausbekommen. Und das geht auch, stimmt. Und die können wir auch noch durchschmelzen, genau. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir ganz einfach hergehen und mit einer normalen Pickaxe das Ganze abbauen. Dann bekommen wir die Roheisen, Rohgold und Rohkupferform aus den Blöcken raus. Und wenn wir es mit Silk Touch abbauen, dann bekommen wir einfach die Blöcke raus, die wir auch noch durchschmelzen können. Dann haben wir nochmal kleine Änderungen, was unsere Tough-Blöcke angeht. Denn im letzten Snapshot hat sich ja das Ganze noch geändert, was Deep Slate bzw. den Grimstone hier angeht. Und der Grimstone kann ja jetzt von der Höhe 0 bis 16 in so vereinzelten kleinen, ja, Blobs, also kleine Formationen erscheinen, so wie die Erde hier ungefähr. Ja, finde ich leider gerade nicht, aber dasselbe gilt ebenfalls für unsere Tough Blobs, also Tough Blöcke. So, und jetzt nochmal zu unseren Erzen. Also, ich erkläre mal kurz, warum das Ganze so gemacht wurde, dass wir jetzt die Roheisen und Rohkupfer und Rohgoldform bekommen und nicht mehr die Blöcke an sich. Das Ganze hängt einfach damit zusammen, dass dies verhindern soll, dass das Inventar unübersichtlich wird und dass alle Erze mit Fortune übereinstimmen. Das soll heißen, wenn wir jetzt mal hergehen und uns eine Pickaxe holen, wir nehmen mal eine Netherite Picke und die verzaubern wir mal mit Fortune. Hauen wir mal direkt Fortune 3 drauf. Und dann nehmen wir uns nochmal eine normale Spitzhacke zum Vergleich. Dann bauen wir das Ganze hier nochmal ein bisschen weiter auf. Nehmen wir einmal die normale Pickaxe. Da bekommen wir ja einen normalen Golderz, also rohes Gold oder halt rohes Kupfer, Eisen oder so raus. Und wenn wir jetzt eine Fortune 3 Picke nehmen, dann sehen wir, kommt da mehr raus. Das war ja vorher nicht, wenn wir normale Erze mit Fortune abgebaut haben, haben wir vorher auch nur die Erzblöcke bekommen. Und jetzt sehen wir, haben wir zwei Blöcke bzw. zwei Items rausbekommen. Das machen wir mal noch weiter. Da haben wir hier nochmal, wir hatten vorher drei, das heißt, wir haben vier bekommen. Hier haben wir einen rausbekommen. Und das gleiche gilt natürlich ebenfalls für zum einen Kupfer und auch für Eisen. Und finde ich, ist eine gute Änderung, denn zum Beispiel bei Redstone, Lapis Lazuli oder auch
bei Diamanten war es ja vorher so, dass wir auch mit Fortune mehrere Items rausbekommen haben, aber eben bei Gold und Eisen nicht und bei Kupfer auch in den Snapshots. Finde ich gut, dass sie das jetzt auch mal angepasst haben, weil dann finde ich, lohnt sich eine Fortune Pickaxe noch mehr als vorher. Und dann haben wir noch eine letzte Änderung und das ist beim Kupfer. Da haben wir ja das oxidierte Kupfer und da brauchen wir dann nochmal etwas Honig und der kann jetzt auch einmal gewachst werden. Das ging vorher nicht, denn jetzt haben wir hier einen gewachsten oxidierten Kupferblock. Also ich finde gut, dass sie es reingepackt haben. Ist jetzt so ein bisschen ja übersichtlicher, beziehungsweise ja, was heißt übersichtlich? Es ist halt einfach, dass dieses Feature mit dem Wachsen für alle Kupferblöcke da war, außer für das komplett oxidierte Kupfer. Und jetzt geht es halt auch, dass man das oxidierte Kupfer auch einmal wächst. Deswegen geht es jetzt eben bei allen Kupferblöcken. So Leute, aber das war's auch schon von diesem Snapshot. War jetzt ein etwas kleinerer Snapshot, ist klar. Also der letzte Snapshot war ja auch ein bisschen größer. Jetzt haben wir einen kleineren. Und ich würde gerne mal wissen, was haltet ihr von diesen kleinen Änderungen, die jetzt drin sind? Und ja, falls ihr bis zu dieser Stelle geschaut habt, dann schreibt gerne mal Hashtag Snapshot in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao Leute!